Rodriguez erhob sich, dankte für die Zusammenarbeit und kondolierte noch einmal. Ich blieb sitzen und bestellte noch einen Kaffee, während das Licht über dem Platz blau wurde. Ich blickte auf mein ehemaliges Zuhause in der Häuserfront gegenüber. Das Haus war abgerissen. An seiner Stelle stand ein grüner Bretterzaun. Ich saß allein am Fenster und wusste, dass Felipe dafür sorgen würde, dass ich hier in Ruhe sitzen bleiben durfte. In der ersten Woche nach der Katastrophe hatte ich bei Oskar und Gloria gewohnt. Nach der Beerdigung zog ich in die Villa meines Schwiegervaters. Wir waren immer höflich und freundlich zueinander gewesen, aber nie vertraulich. Die Trauer schien uns einander näher zu bringen, ohne dass wir darüber sprachen. Das war nicht Don Alfonsos Stil. 25 Jahre hatte er als Offizier der Guardia Civil und als Chef in einem von Francos zahlreichen Geheimdiensten, dem Caudillo, gedient. Er war 72, ein in sich zusammengesunkener kleiner Mann, der nun selber dem älteren Franco ähnelte. Wie so viele andere hatte er erst der Diktatur gedient, dann der Übergangsregierung und später der Demokratie.